Okay, willkommen zurück zu Final Fantasy VI mit Master Chief 89 von Ape Supremacy Entertainment. Und ich habe mal gerade ein bisschen nachgelesen. Und zwar sollten wir nochmal zurückgehen, weil ich habe ein mega cooles und wichtiges Item übersehen. So, das ist mit Abstand gefährlichste hier. Ist sie, genau. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich laufe weg. Es könnte im Moment besser sein. Das sieht gar nicht gut aus gerade. Komm, lauf weg. Lauf weg, Junge! Wow, das war knapp. Das war mega knapp gerade. Also ich glaube, wenn er jetzt halt gestorben wäre, ich glaube, dann wäre es rum gewesen. So. Ich habe nämlich einen Genji-Glove vergessen. Beziehungsweise nicht geholt. Okay. Die gehen zu. Um rechts, unten, Mitte. Ja, alles klar. So, ich habe jetzt nämlich das Lump of Metal, was ich da reingelegt habe. Das habe ich jetzt nämlich da reingelegt und dadurch konnte die Box nicht mehr springen letztlich. Ach du Schande, jetzt sind die Beine am Pennen, oder wie? So geht's aber nicht, Leute. Da haut der vorbei, Alter. Er ist immer noch nicht weg. Jetzt aber. Sehr schön. What the fuck? Okay, Celeste hat Poison gelernt. Sehr schön. Wir haben einen Flame Shield bekommen. So, wie komme ich an die dran? Aha. Genji Glove. Super geiles Item. Brauche ich aber mit keinem von den aktuellen Charakteren. Wäre vielleicht ein Item, was ich eventuell bei. Ja, also bei Scene wäre es vielleicht eine Idee. Bei Scene könnte es eine Idee sein. Weil der Genji Glove lässt mich halt mehrere Waffen benutzen. Wie bei Saban hier halt. Ich guck mal gerade nochmal bei den Skills. Ich bin da immer so vergesslich. Tut mir echt leid. Also. Okay, nee, es dauert noch. Alles klar, brauche ich nicht mehr nachzugucken. Was ich allerdings mal machen sollte nochmal, ist ein bisschen heilen. Weil teilweise machen die Gegner halt schon richtig Schaden. Okay. Ich glaube, dass es nämlich in den nächsten Raum etwas damit auf sich hat. Die Kisten sind ja alle offen. Und ich muss wahrscheinlich dieselben Kisten zumachen, die drüben auch zu sind, in dem Zug davor. Das wäre jetzt so meine Vermutung zumindest. Hm.
Ja, wie gesagt, der Genji Glove ist halt dafür da, dass man zwei Waffen benutzen kann und dann greift der Char, der die Genji Gloves hat, genauso an wie Saban, also zweimal. Und das ist halt schon ziemlich krass. Das ist sehr, 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 sehr stark. Oh, verdammte Axt! Oh, zum Glück ist es nur Gau. Aber jetzt nochmal, dass die anderen zwei das Ding auch wegkriegen. Ja, Celeste geblockt! Du bist's einfach! Machen wir den Samurai mal weg mit dem. Sehr schön. Einzige Blöde ist, ich muss immer ein Remedy benutzen, weil ich nichts gegen den scheiß verdammten Frog Song habe. Revivify ist jetzt Zombie, oder? Ja, Zombie. Nee, Nieten dagegen habe ich keins. Was soll das? Es gibt auch keinen Zauber, wenn ich das richtig sehe. So, das macht Poison. Cures. Das ist halt so, cures all status ailments, aber nicht das. Ja, ich kann aber... Ja, ich kann ihn nochmal einsetzen einfach. Ah, okay. Schauen wir mal. Die war zu. Und die beiden hier unten sind zu. Wenn ich jetzt den Hebel ziehe. Aha. Sehr schön. Ich weiß halt nur noch nicht so ganz genau, wenn ich den Genji Glove halt jemandem gebe. Bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, wem ich das gebe. Ich muss mal jetzt gerade was gucken. Nee. X-Zone. Ja, das habe ich nämlich jetzt eben gelesen. Der nächste Boss sends an enemy into the X-Zone. Den Zauber brauche ich wohl für den nächsten Boss. Okay. Also dann. Das war so cool, dass wir damals gegen den Zug da kämpfen mussten. Okay, welche müssen denn hoch und welche müssen denn runter? Hm. Wo finde ich das denn raus? Huh. What the fuck? What the fuck? Da ist sie hin. Ach du Schande. Und Celeste in der Magitek Armor verfolgt den. Alle verfolgen den in der Magitek Armor. Ach du Scheiße. Wie crazy ist das denn gerade? Ja, der hat Angst vor den Maschinen. Das soll das wahrscheinlich suggerieren, dass Sien Angst vor den Maschinen hat. Oder vor Technik im Allgemeinen, sagen wir es mal so. Und deswegen laufen hier wahrscheinlich nur Magitek-Sachen rum. Das ist ja crazy. Wenn das so gemeint ist, dann ist das Spiel einfach nur fucking genius. Und ich glaube, es ist so gemeint. Das ist ja verrückt, ey. Ja, lauter Maschinen. Krass.
mega cool gerade. Der Dungeon hier. Ich würde nur sagen, funktioniert am besten. Ach du Scheiße. Wow, das war extrem, der Angriff. Leco mio. Also der Dungeon ist schon schwer irgendwie. Also da kommen auf einmal Angriffe aus dem Nix. Die so extrem stark sind. What the fuck, hier war ich doch eben. Hä? Oh, das gefällt mir überhaupt nicht, ey. Was für einen verdammten Rotz träumst du hier bitte? Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Alter, wie viel hält denn das Ding aus? Jawohl. Aber wo muss ich hier hin, ey? Wo ist Sien hingelaufen? Ja, ich bin hier irgendwo eben falsch gelaufen. Irgendwas ist hier. Hä? Ey, das ist so verrückt gerade. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich aber wieder. What the fuck? Was geht hier ab? What the hell? Alter, das ist PT-Shit, was wir hier gerade machen. Ey, verrückt. Wo muss ich hin? Okay, ich habe keine verdammte Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich check's nicht. Angeblich sollte Sien hier irgendwo noch sein. Aber ich habe ihn jetzt einfach nicht mehr gesehen. Komm schon. Das Areal hier ist einfach nur verrückt. Ohne Mist mal. Geht's auch nicht weiter irgendwie. Mm-mm. Hier rechts? Nee. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da links ist halt das Areal, wo ich herkam.
Ey, ich check hier gerade gar nichts. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier. Was ist denn, wenn ich mal andersrum hier lang gehe? Ändert das irgendwas? So. Und du machst jetzt viel Force auf dich selbst. Tech Laser ist kein Problem, der macht nichts. Aber zumindest mal nicht besonders viel. Und wenn die jetzt in Reihe angreifen, ist der Fight auch rum. Sehr schön. Ich glaube aber nächste Runde heilt tatsächlich Magau. Saving mit Level Up. Das ist absolut crazy hier das. Und irre viele. Einfach mal irre viele von den Zufallskämpfen hier. Das erstmal zwei Stück angreifen immer und dann mache ich Heal Force. Ich denke, das ist am sinnigsten. Da habe ich immer schon mal einen weg. Und kann mich halt dann aufs Heilen konzentrieren. Launcher. Das war der starke Angriff, ja. Ja. Ey, das ist brutal. Dieser fucking Launcher hier. Das ist irre. Ich check das Areal hier nicht. Celeste learned Bolt 2. Ich glaube, dann ist die auch mit Ramo fertig. So, jetzt kann sie halt einfach überhaupt nichts mehr lernen eigentlich. Float. Magic Power plus 1. Das wäre also das Ding, was sie gut gebrauchen könnte. If it's Strength, Magic Power. Maruin macht Magic Power. Strength 2. Ja, dann kriegt... Dann kriegt Sabin sogar eher Bismarck. So, Fenrir habe ich noch nicht gemacht mit ihr. Richtig. Magic. Heilen ist wieder angesagt. So, und jetzt mache ich doch eine Sache. Welche ist denn die Esper mit dem ganzen Heilkram? Da gab es auch eine, die hat fast nur Heilen. Unicorn? Ja, komm, Unicorn, bam. Damit ich einfach noch einen Mana-Caster mehr hab. Ah, okay. Fuck. What the fuck? Okay, jetzt sind wir auf einmal in Doma Castle. Und das ist unser... Ah, please. Save my husband. Save Sian. Where are we? We're inside Sian's soul. My husband. Sian continues to torture himself. He failed to defend Doma, the world slowly dying, and then there's his family. A beast known as Rexxol is taking advantage of him. Rexxol is a composite monster made up of wretched spirits who were dispatched in meaningless wars.
They're wrecking havoc on Papa. Please help him. This is crazy. Please help Sian. Papa doesn't deserve this. No, he really doesn't. Er hat nämlich davon keine Ahnung gehabt, dass das passiert. Dass Kefka, der alte Hurensohn, einfach hier alles vergiften will, das wusste er halt nicht. So, Sian, wo bist du? Alter Samurai-Boy. Im Thronsaal wahrscheinlich, ha? Huh? Ah, die zwei Pisser hier. Ja, ich bin mir sicher. Ich habe jetzt keinen Bock von denen, Bolt 3 zu bekommen. Ja, das kannst du machen, das ist mir egal. Alles klar. Thronsaal. You must be Rexel. We want Sian back. You're too late. His pain has reached critical mass. Nothing can stop his feelings of rage and despair. I grow stronger now with his anger, hatred and guilt and a hunger for you. I'm gonna possess your body. I'll only appear in this form again when you're about to expire. Okay. Okay. What the fuck? Da ist er wieder. Den Fight muss man nicht checken, oder? Er macht aber zum Glück mehr Damage. Oh, fuck. Fuck, ich bin tot. Oh, doch nicht. Aber das muss man gerade nicht checken, oder? Ich sehe das gerade nicht, was hier abgeht. Also, aber jetzt hat er wieder einen besessen. What the fuck? Das ist echt mal extrem seltsam hier gerade. So, irgendwie Ixon bringt den wohl dazu, dass er wieder auftaucht. Okay, jetzt hat's funktioniert. Okay. Thanks be to you. I heard my wife and children calling out to me.
Their voices finally gave me the strength and courage to come to grips with my own suffering. Da sind sie. Elaine! Owain! Thank you, my love. Papa strong! No, I didn't do anything. Then, and I can't now. I'm a man with no honor. Alter, sei mal nicht so hart zu dir. No! You have entirely too much! My beloved, we'll always be together. Papa, we love you. Please wait! Be at your side. Hol das Schwert, Alter. Hol das Schwert. Oh, da ist Magic Side noch oben. Geil. Elaine and Owain live on in my heart. I must leave the past behind. I have much to live for. Sin's soul cleared itself of all doubt and confusion. Sin's swordsmanship attained its peak level of skill. Oh yeah. Hell yeah! Damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand die Story gerade mega geil. Wir sehen uns später wieder mit der nächsten Folge Final Fantasy 6. Und vergesst nicht zu subscriben, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn die neue Folge rauskommt. Also bis dann. Ciao, ciao.